Hallo, was darf es sein? Ich nehme einmal den McTeufel, bitte. Sind Sie sich sicher? Ja, wieso? Das ist der schärfste Burger, den wir haben. Der letzte daran ist gestorben. Denken Sie, ich bin ein Weichei oder was? Nein, das meinte ich nicht. Ich nehme den McTeufel extra scharf. Guten Morgen, liebe Schüler. Ich habe eine Überraschung für euch. Können wir nach Hause gehen? Nein, wir schreiben einen Test. Sie sind wirklich ein Monster, Herr Kunze. Danke für das Kompliment, Lisa. Wo bleibt Martin so lange? Er wollte doch nur kurz etwas essen. Was dauert das so lange? Ich warte schon seit 10 Minuten. Der Burger ist gleich fertig. Haben Sie eine gute Krankenversicherung? Ja, wieso? Ich frag nur so. Na, wie läuft es? Schlecht. Sehr gut. Was ist daran gut? So war es geplant. Warum sind Sie so böse? Ich hol mir kurz einen Kaffee. Kommt ja nicht auf die Idee zu schummeln. Ich sehe alles. Das dauert wirklich zu lang. Ich werde Martin anrufen. Ja, Schatz? Warum dauert das so lange? Ich warte gerade auf meinen McTeufel und der Typ an der Kasse ist ein Lappen. Hey, nehmen Sie das zurück. Hast du gerade McTeufel gesagt? Iss den nicht. Gestern ist einer daran gestorben. Ah, das passiert nur Weicheiern. Ich bin ein starker Mann. Nein, bist du nicht. Du bist ein Warmduscher. Ich werde es euch allen zeigen. Machen Sie den Burger extra scharf. Er hat einfach aufgelegt. Psst, Moritz. Was willst du, Lisa? Ich muss mich konzentrieren. Lass mich von dir abschreiben. Nein, auf keinen Fall. Du ärgerst mich immer. Lass mich von dir abschreiben, du Streber. Was ist los, Herr Kunze? Sie sehen so glücklich aus. Meine Schüler schreiben gerade einen Test. Er ist so schwer. Alle werden eine schlechte Note bekommen. Was ist daran so schön? Das ist einfach wundervoll. Hier ist Ihr Burger. Vielen Dank. Bitte seien Sie vorsichtig. Nerv nicht. So scharf kann das Ding ja nicht sein. Lass mich mal probieren. Ich muss wieder zurück. Wollen wir mal zusammen etwas essen gehen? Ikit, nein. Du bist sowieso nicht mein Typ. Wo bleibt mein Kaffee? Das blöde Ding funktioniert nicht. Was haben die alle? So scharf ist er doch gar nicht. Okay, jetzt spüre ich es langsam. Lass mich abschreiben, Moritz, oder ich pups dir ins Gesicht. Nein, auf keinen Fall. Du bist ekelhaft, Lisa. Lass mich abschreiben, oder es kommt noch mehr. Okay, du kannst abschreiben. Abonniert sofort unseren Kanal oder ich pups euch auch ins Gesicht. Oh Mann, das Ding ist echt scharf. Jetzt weiß ich, warum er McTeufel heißt. Willst du dich mit mir anlegen, Kaffeemaschine? Da hast du den Falschen ausgesucht. Was hast du bei meiner Mutter gesagt? Jetzt reicht es. Nimm das. Warum ist mir auf einmal so heiß? Mein ganzer Körper brennt. Hat jemand Wasser? Na, wie gefällt dir das? Verstehe, du willst also noch mehr. Kannst du haben. Was soll das da rechts heißen? Da steht 72. Schreib ordentlich, Moritz. Ich kann das nicht lesen. Guten Morgen, liebe Zuschauer. In Berlin sind wieder zwei Leute gestorben, nachdem sie McTeufel gegessen haben. Der Burger ist einfach zu scharf. Halten Sie sich davon fern. Oh nein! Hoffentlich ist Martin die nicht wirklich. Ich kann nicht mehr richtig atmen. Was zum Teufel ist da drin? Helft mir, bitte! Geht doch. Niemand legt sich mit Herrn Kunze an. Bis später, Erzfeind. Bitte, helft mir! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hilfe! Was ist mit ihm passiert? Er ist einfach umgekippt. Nimm deinen Ellenbogen weg. Ich kann nichts sehen. Beeilt euch lieber. Ihr habt noch 5 Minuten. Was? Ich dachte, wir haben die ganze Stunde. Das ist ein Überraschungstest, Lisa. Wie viel Zeit ihr bekommt, ist auch eine Überraschung. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Es ist zu spät. Er hat was getan. Ich habe ihn gewarnt. Was ist das für ein Geruch? Vielleicht ist es dein Furz. Nein, es riecht irgendwie verbrannt. Versuch nicht vom Thema abzulenken, Lisa. Konzentrier dich auf den Test.
Martin ist immer noch nicht da. Langsam mache ich mir Sorgen um ihn. Hoffentlich hat er nicht diesen McTeufel gegessen. Was ist denn hier los? Er wollte einfach nicht auf mich hören. Stattdessen hat er mich Lappen genannt. Du bist ja auch ein Lappen. Wir müssen trotzdem einen Arzt rufen. Vielleicht kann man ihn noch retten. Mich retten? Was zur Hölle ist passiert? Martin, du musst herkommen. Wer war das? Was war das für ein Geräusch? Lisa, hast du schon wieder die Toilette verstopft? Nein, ich war das nicht. Hallo, Martin. Hallo? Willkommen bei uns. Wo genau bin ich? Du bist im Himmel. Ich bin gestorben? Ja, du bist tot. Ich werde nachsehen, was da los ist. Ihr bleibt hier. Krankenhaus München, hallo? Hallo, hier ist Steve von McGermans. Ich brauche dringend einen Krankenwagen. Was ist passiert? Jemand hat den McTeufel gegessen. Oh mein Gott, ich schicke sofort einen Krankenwagen zu Ihnen. Warum ist hier überall Rauch? Sieht so aus, als würde er von da vorne kommen. Woran bin ich gestorben? Du hast den McTeufel gegessen. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Ach ja, stimmt. Und was passiert jetzt? Du kommst in den Himmel. Ab jetzt lebst du dort. Okay, warum nicht? Ich glaube, da ist der Arzt. Was genau ist passiert? Er hat einen McTeufel gegessen. Oh nein, schon wieder einer. Sein Puls ist schwach. Wir müssen ihn sofort in die Notaufnahme bringen. Der Rauch kommt aus der Küche. Was ist da los? Hat jemand wieder da drin geraucht? Wie ist das Leben im Himmel? Komm mit durch die Tür, dann zeige ich es dir. Das hier wird ab jetzt dein Zimmer sein. Wow, das ist ja viel schöner als bei mir. Ja, und es gibt noch mehr. Du kannst im Himmel alles wünschen. Wie, ich kann mir alles wünschen? Alles kommt sofort her, egal was du willst. Schau her, Burger. Das ist ja der Hammer. Was ist hier denn passiert? Die Kaffeemaschine brennt. Ich wusste, du willst mir den Tag versauen. Das werde ich nicht zulassen. Oh mein Gott, da ist Rauch. Ich sag doch, es brennt hier irgendwo. Du willst nur den Test nicht schreiben, Lisa. Können Sie ihn irgendwie retten? Mit einer Notoperation vielleicht. Aber es sieht schlecht aus. Er muss sofort ins Krankenhaus. Worauf warten Sie dann noch? Auf meinen McGerman mit Extrakäse. Okay, lass mich etwas probieren. Kuchen! Das funktioniert ja wirklich. Okay, eine Sache noch. Rennwagen! Das müssen wir noch etwas üben. Meine Schüler schreiben gerade einen Test. Das wirst du mir nicht versauen, Erzfeind. Nimm das. Hier, bitteschön. Danke, jetzt kann ich endlich los. Halt durch, Kollege. Vielleicht können wir dich noch retten. Herr Kunze, da ist Rauch. Irgendetwas brennt hier. Meinst du das? Ja, genau. Ach, das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Schreibt aber alle schnell den Test zu Ende. Wo sind wir hier? Kennst du diesen Ort? Ja, hier war ich im Sommer immer mit meinen Eltern. Im Himmel kannst du alles echt werden. Egal, was du dir vorstellst. Wirklich? Lass mich mal probieren. Woran denkst du? Warte, ich hab's gleich. Was ist das? Eine Durchfallwelle. Was ist denn mit dem passiert? Er hat einen McTeufel gegessen. Oh nein, nicht noch einer. Seine Familie tut mir leid. Sein Ausweis ist in seiner Tasche. Bitte ruf seine Familie an. Ich versuche ihn zu retten. Herr Kunze? Nein, Lisa, er bekommt nicht mehr Zeit. Da ist ein Feuer. Lauft alle schnell raus. Lasst alles hier liegen. Außer den Test. Ja, hallo, Marie Peters hier. Hallo, Frau Peters. Hier ist Schwester Esther vom Krankenhaus. Was ist passiert? Geht es Lisa und Samuel gut? Ja, es geht um ihren Mann. Er ist hier bei uns. Oh mein Gott, geht es ihm gut? Sein Zustand ist kritisch. Bitte kommen Sie schnell vorbei. Ich komme sofort. Das war echt knapp. Zum Glück haben wir es rechtzeitig geschafft. Ich habe alle Blätter. Morgen kann ich euch die Noten geben. Was passiert jetzt mit unserer Schule? Keine Ahnung. Die Note für den Test schicke ich euch per Post. Willkommen in McHeaven. Was kann ich für Sie tun? Ich nehme ein McTeufel, bitte. So etwas haben wir hier nicht. Wir haben nur den McEngel. Okay, dann nehme ich den, bitte. Hier, bitteschön. Das ging aber schnell. Ja, bei uns geht alles schnell. Was bekommen Sie?
Nichts. Im Himmel ist alles gratis. Ich hoffe, Martin geht es gut. Halte durch, mein Schatz. Ich komme. Ihr könnt erstmal nach Hause gehen. Ich hole die Feuerwehr. Die kümmern sich schon um alles. Okay, danke, Herr Kunze. Oh mein Gott. Das ist der beste Burger, den ich je gegessen habe. Ich liebe es hier. Du, Gabriel? Ja, Erika? Sicher, dass der Neue hierher gehört? Ich denke schon. Warum fragst du? Er ist komisch. Ich glaube, der gehört eher nach unten in die Hölle. Warte, lass mich kurz nachschauen. Mama, Papa, wir sind zu Hause. Unsere Schule ist explodiert. Wir haben heute frei. Wo sind die schon wieder? Keine Ahnung. Hallo, ich bin Marie Peters. Wo ist mein Mann? Er ist hinten im zweiten Stock. Der Arzt versucht gerade, ihn zu retten. Dankeschön. Der Ort hier ist der Hammer. Ich könnte für immer hier bleiben. Ja, hier steht es. Sein Name ist doch Martin Peterson, oder? Ja, ich denke schon. Dann ist er richtig. Martin Peterson gehört in den Himmel. Es gibt noch einen Martin Peters. Der kommt auf jeden Fall in die Hölle. Was ist mit ihm passiert? Er ist orange. Er hat einen McTeufel gegessen. Der Burger ist einfach zu scharf. Und jetzt? Sein Herz schlägt nicht mehr. Wir können nur versuchen, ihn wiederzubeleben. Bitte versuchen Sie es. Ich werde alles versuchen. Ich brauche den Defibrillator, bitte. Okay, es geht los. Wir haben nur 4 Versuche. Hier kommt der erste. Was war das? Das hat sich komisch angefühlt. Wie sieht es aus? Nicht gut. Sein Herz schlägt immer noch nicht. Wir müssen es noch einmal versuchen. Da war es schon wieder. Was passiert hier? Ich fühle mich auf einmal so schwer. Was machen die schon wieder? Keine Ahnung, aber in letzter Zeit sind sie echt oft weg. Irgendetwas stimmt nicht. Mama gibt eigentlich immer Bescheid. Hoffentlich ist nichts passiert. Ja, das hoffe ich auch. Es hat gepiept. Ja, aber er hat immer noch keinen Herzschlag. Machen Sie es noch einmal. Okay. Was passiert hier? Nein, ich will nicht zurück auf die Erde. Ich will im Himmel bleiben. Markus bekommt eine 6 und Lisa bekommt auch eine 6. Der Tag ist toll. Ja, hallo Kunze hier. Hallo Herr Kunze, hier ist Frau Meschke, die Schulleiterin. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in mein Büro. Ja, natürlich Frau Meschke. Gibt es ein Problem? Die Schule ist explodiert. Natürlich gibt es ein Problem. Okay, ich bin sofort da. Was ist los? Lebt er wieder? Nein, sein Herz hat nur kurz geschlagen. Tun Sie es bitte. Okay, los geht's. Bitte komm zurück, Martin. Wir brauchen dich. Vielleicht will Frau Meschke mir eine Gehaltserhöhung geben, weil meine Schüler so schlechte Noten haben. Das ist ein purer Erfolg. Nein, ich will hier nicht bleiben. Lasst mich gehen. Im Himmel ist es viel cooler. Worauf warten Sie? Tun Sie es endlich. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Das Gerät ist gleich fertig geladen. Hörst du mich, Martin? Bitte komm wieder. Ich weiß, du schaffst das. Tschüsskowski, Leute. Hallo, Frau Meschke. Gut, dass ihr gekommen seid. Warum sind wir hier? Die Feuerwehr hat den Grund für die Explosion gefunden. Anscheinend hat jemand die Kaffeemaschine verprügelt. Okay, hier kommt der letzte Schock. Wie sieht es aus? Es tut mir leid, aber ihr Mann ist nicht mehr bei uns. Geil, ich bin wieder im Himmel. Am besten, Sie gehen zu Ihrer Familie und planen die Beerdigung. Das war sie. Wie bitte? Sie müssen mir glauben, Frau Meschke. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Das stimmt nicht. Ich habe nichts getan. Alles okay, Mama? Du siehst so traurig aus. Es tut mir leid, Kinder, aber euer Vater ist nicht mehr bei uns. Was soll das heißen? Er ist gestorben. Ich habe das ganze Kino nur für mich alleine. Hier kann ich machen, was ich will. Doch, das war sie. Sie müssen mir glauben, Frau Meschke. Die Kameras sagen aber etwas anderes. Welche Kameras denn? Wir haben sie überall in der Schule, in allen Zimmern. Bitte zieht euch etwas Schickes an. In ein paar Stunden ist die Beerdigung. Hallo, willkommen bei uns im Himmel. Wer bist du? Mein Name ist Martin Peterson. Bist du dir sicher? Ja, warum? Aber wenn du Martin Peterson bist, wer ist dann der andere? Sie sind gefeuert.
Verschwinden Sie hier, und zwar sofort. Du hast es gehört. Verschwinde von hier. Damit sind Sie gemeint, Herr Kunze. Und jetzt raus hier. Ist Papa jetzt für immer weg? Ja, Lisa, er kommt nicht zurück. Also sehe ich ihn nie wieder? Erst wenn wir alle im Himmel sind. Hallo, Martin. Hallo. Was ist los? Wie sagtest du, noch einmal ist dein Name? Martin Peterson, wieso? Wir wissen, dass du nicht Peterson heißt. Wie ist dein richtiger Name? Ach so, ja, Martin Peters. Siehst du, ich habe es dir gesagt. Was ist los? Habe ich etwas falsch gemacht? Was soll ich jetzt tun? Ohne die Schüler macht mein Leben keinen Sinn. Ja, hallo? Hallo, Frau Meschke. Hier ist noch einmal Herr Kunze. Was wollen Sie von mir? Ich habe hier noch die Tests von gestern. Alle haben eine 6. Darf ich den Schülern die Note noch eintragen? Nein, dürfen Sie nicht. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Wir haben uns heute hier versammelt, um Martin Peters zu beerdigen. Martin war nicht immer der beste Vater oder Ehemann, aber er hatte sein Herz am rechten Fleck. Leider ist er an einem McTeufel gestorben. Das ist der schärfste Burger der Welt. Martin Peters, bist du also? Du hast deine Frau betrogen, du hast mehrmals gestohlen und du warst im Gefängnis. Ja, aber ich war doch immer ein korrekter Typ. Du gehörst nicht hierher. Du gehörst in die Hölle. Können Sie den Part bitte überspringen? Ja klar. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Was bedeutet das? Polizei! Was ist los? Der Kerl da hat uns angelogen. Er gehört in die Hölle. Bitte bring ihn runter. Alles klar, verstanden. Was passiert jetzt mit mir? Halt dich gut fest. Ich werde dich für immer lieben, Papa. Du warst der tollste Vater der Welt. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann wieder. Wo bin ich hier? Wer ist das? Das ist Martin Peters. Ich glaube, der gehört zu dir. Martin Peters, sagst du? Ja, der ist hier auf jeden Fall richtig. Okay, den kannst du haben. Wir werden hier viel Spaß haben, Martin. Danke, dass du mich adoptiert hast, Martin. Du wirst für immer mein Vater sein. Ich vermisse dich jetzt schon. Ich glaube, da kommt ein Gewitter. Können wir uns beeilen, bitte? Was ist das hier? Dein neues Zuhause, was sonst? Das schaut aber nicht gemütlich aus. Ist es auch nicht. Wann gibt es wieder etwas zu essen? In 25 Jahren, 2 Stunden und 36 Minuten. Aber du kannst auch in die Kantine gehen. Marie, was möchtest du noch sagen? Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich schaffen soll, Martin. Alleine ist es einfach zu viel. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass du wiederkommst. Was willst du? Ein McGermans mit Pommes, bitte. Den haben wir hier nicht. Wir haben nur den McMist. Das klingt aber nicht lecker. Ist er auch nicht. Willst du ihn jetzt oder nicht? Okay, ein McMist, bitte. Das macht 1 Million Euro, bitte. Ich hab nicht so viel Geld. Na gut, dann verprügeln wir dich halt. Was ist das für ein Gewitter? Aua, bitte lasst mich in Ruhe. Alles klar bei euch, Leute? Oh mein Gott, Martin, du lebst. Bin ich wieder auf der Erde? Ja, wo warst du denn davor? In der Hölle, glaube ich. Sie waren in der Hölle? Wo ist der Typ hin? Keine Ahnung, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, aber im Himmel ist es viel besser. Es gibt den Himmel also wirklich? Ja, auf jeden Fall. Wie ist es dort? Einfach wundervoll. Ich würde gerne wieder zurück. Nein, du bleibst hier. Verschwinden Sie von hier, Herr Kunze. Sie sind gefeuert. Was soll ich jetzt machen? Ohne die Schüler hat mein Leben keinen Sinn. Ich muss es schaffen, meine Stelle wiederzubekommen. Aha. Ich hab eine Idee. Warum waren Sie dann in der Hölle? Keine Ahnung. Anscheinend war ich ein schlechter Mensch. Für die Beerdigung werde ich aber trotzdem bezahlt, oder? Kommt, wir gehen jetzt. Schön, dass du wieder da bist, Papa. Ja, ich freue mich auch. Ohne dich wäre es echt komisch. Das kannst du laut sagen, Lisa. Komm, gehen wir in die Küche. Das sollte funktionieren. Mein Outfit ist gut. Niemand wird mich erkennen.
Wie fühlst du dich, Martin? Ich hab etwas Hunger, und du? Nein, das meinte ich nicht. Du warst schon im Himmel und in der Hölle. Ach so, das. Ich muss auf jeden Fall in den Himmel, wenn ich sterbe. Vielleicht musst du dich dann anders verhalten. Du hast recht, Marie. Ab jetzt werde ich ein guter Mensch sein. In 5 Minuten ist mein Gespräch. Ich muss mich unauffällig verhalten. Frau Meschke darf nicht merken, dass ich es bin. Samuel, willst du einen Witz hören? Klar, hau raus. Deine Mutter ist so dick, sie hat die Blutgruppe Nutella. Ach ja, deine Mutter ist so dick, ihr Gewicht ist meine Postleitzahl. Entschuldigung, haben Sie etwas Kleingeld? Nein, spinnst du, verzieh dich. Okay. Warte, Martin, du willst doch in den Himmel. Halt, warten Sie. Was wollen Sie? Wollen Sie mich noch beleidigen? Hier sind 100 Euro. Oh mein Gott, meinen Sie das ernst? Ja, die kannst du behalten. Danke, Sie sind wirklich nett. Hast du das gesehen? Deine Mutter arbeitet bei Nordsee als Geruch. Nimm das zurück. Niemals. Ja, herein bitte. Hallo, ich habe gesehen, dass Sie einen Lehrer suchen. Ja, das ist richtig. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Dunze. Mann, das fühlt sich echt toll an. Ich sollte öfter ein guter Mensch sein. Was ist das? Die Packung Milch kostet 1,50 Euro. So ein verfluchter Mist. Ich bin dankbar für die Milch. Deine Mutter ist der Grund für die nächste Sonnenfinsternis. Warte mal. Was? Haben wir nicht die gleiche Mutter? Ach ja, stimmt. Bitte setzen Sie sich, Herr Dunze. Haben Sie schon Erfahrung als Lehrer? Ja, ich habe mehrere Jahre an einer Schule gearbeitet. Und wie ist Ihr Unterrichtsstil? Hart, aber fair. Wann können Sie anfangen? Jetzt sofort. Okay, Sie sind eingestellt. Das macht 38,50 Euro, bitte. Mist, ich habe mein ganzes Geld dem Obdachlosen gegeben. Kann ich auch später bezahlen? Nein, das geht nicht. Die kommt auf jeden Fall in die Hölle. Warten Sie kurz, bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt's? Können Sie mir 50 Euro zurückgeben? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Spinnst du? Ich hab dir vorhin 100 Euro gegeben. Du verwechselst mich. Und jetzt verzieh dich, Alter. Guten Morgen, Klasse 7b. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Herr Dunze. Er ist ab sofort euer Lehrer. Was ist mit Herrn Kunze? Herr Kunze ist nicht mehr bei uns. Herr Dunze wird euch jetzt unterrichten. Guten Morgen, liebe Schüler. Gib mir jetzt sofort mein Geld, oder es knallt. Niemals, du Pflaume. Nimm das. Aua, du hast mir meinen Zahn ausgeschlagen. Martin, du willst doch in den Himmel. Ich hab hier eure Tests von letzter Woche. Ihr habt alle eine 6. Was? Sie sind ja noch schlimmer als Herr Kunze. Danke für das Kompliment, Lisa. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich mach das wieder gut, versprochen. Du hast einen Wunsch frei. Alles, was du willst. Wirklich alles? Ja. Okay, dann nehme ich ein großes Menü bei McGermans. Okay, gehen wir. Irgendetwas stimmt mit diesem Herrn Dunze nicht. Was meinst du? Er redet genau wie Herr Kunze und er weiß alles über uns. Vielleicht ist er einfach gut vorbereitet. Hallo, was darf's sein? Ich nehme einen McTeufel, bitte. Sicher, vor kurzem ist wieder einer daran gestorben. Ja, ich nehme den immer. Okay, wie Sie wollen. Hast du schon bestellt? Ja. Und was wollen Sie? Ich nehme einen McGermans mit Extrakäse. Mein Plan hat funktioniert. Niemand hat mich erkannt. Aber der Schnurrbart und die Perücke nerven. Ich muss sie kurz absetzen. Ich muss herausfinden, was mit Herr Dunze ist. Ich vertraue ihm nicht. Welcher ist mein Burger? Die sehen gleich aus. Ich glaube, du hast meinen. Okay, dann tauschen wir. Ja, so ist es viel besser. Aber niemand darf mich so sehen. Ansonsten weiß jeder, dass ich es bin. Ich muss mich weiter als Herr Dunze tarnen. Herr Kunze! Lisa! Was machen Sie hier? Das ist die Männertoilette. Ach so, wirklich? Was machst du hier? Also gibt es Herr Dunze gar nicht? Wie schmeckt der Burger? Gut, aber er hat einen komischen Nachgeschmack. Was meinst du? Warte mal,
Ich kenne diesen Geschmack. Das ist ein McTeufel. Hey, du hast meinen Burger. Gib ihn wieder her. Oh nein, bitte nicht. Doch, ich will ihn wieder haben. Doch, er ist mein Zwilling. Ich glaub Ihnen gar nichts. Sie sind Herr Dunze. Okay, ich bin es. Bitte erzähl der Direktorin nichts. Okay, aber nur unter einer Bedingung. Was willst du? Oh nein, ich kann nicht atmen. Jetzt stell dich nicht so an. So scharf ist er auch nicht. Ruf einen Krankenwagen, schnell. Nein, ich vertraue keinen Ärzten. Bitte, ruf einen Arzt. Niemals. Ich will eine 1, und zwar in allen Fächern. Das kommt nicht in Frage. Okay, dann erzähle ich allen, dass Sie nicht Herr Dunze sind. Bitte tu das nicht. Dann geben Sie mir die 1. Okay, Lisa, ich mache es. Danke und bis später, Herr Dunze. Ich werde mich nicht von einem kleinen Mädchen erpressen lassen. Hey Mann, alles okay bei dir? Oh nein, nicht schon wieder. Also willst du deinen Burger nicht mehr? Weil dann esse ich ihn. Du hast mich umgebracht, du Vollidiot. Der hat ja noch 10 Euro dabei. Ich wusste, er hat mir nicht alles gegeben, der Geizhals. Jetzt beklaut er mich auch noch. Ich werde dich jagen. Martin, komm hoch. Ich komme wieder in den Himmel. Hallo, liebe Schüler. Heute üben wir Mathe. Was ist 5 mal 5? Ja, Lisa? Das ist 500. Nein, das ist falsch. Sind Sie sich sicher, Herr Dunze? Ja, ich meine, das ist korrekt. Okay, machen wir weiter. Haben Sie nicht etwas vergessen? Nein, was meinst du? Bekomme ich dafür keine 1? Okay, du bekommst eine 1. Hallo, ich bin wieder da. Martin, was machst du wieder hier? Ich habe wieder einen McTeufel gegessen. Wieso machst du das? Das war aus Versehen. Okay, du gehörst aber nicht hierher. Du gehörst in die Hölle. Trinkgeld und ein zweiter Burger. Besser kann der Tag gar nicht mehr werden. Herr Dunze ist wirklich nett. Er hat dir einfach eine 1 gegeben. Das war nicht einfach so, Sarah. Das war hart verdient. Du hast komplett falsch gerechnet, Lisa. Bist du eifersüchtig oder was? Nein, ich sage nur, dass Herr Dunze nett ist. Komm, Samuel, wir gehen. Sarah gönnt nicht. Das hat sie noch nie. Wie hast du dich verändert? Ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Inwiefern? Ich bin viel netter geworden. Ich habe sogar einem Penner 100 Euro geschenkt. Einem was? Ich meine einem Obdachlosen. Das reicht noch nicht. Ich habe auch nicht mehr geklaut. Und ich habe niemanden beleidigt. Hallo, wir sind zu Hause. Ich habe heute eine 1 bekommen. Wo sind meine 10 Euro Taschengeld? Ich glaube, es ist niemand zu Hause. Was machen die schon wieder? Ich bin in einer Zwickmühle. Lisa darf damit nicht durchkommen. Ich werde von einer 12-Jährigen erpresst. Das ist lächerlich. Was macht der schon wieder hier? Das ist doch der Typ mit dem McTeufel. Er hat gesagt, dass er jetzt ein anderer Mensch ist. Er möchte hier bleiben. Er hat sich am Ende wirklich Mühe gegeben. Wir können ihn hier lassen. Aber nur für eine Woche auf Probe. Was heißt das? Dass du keinen Blödsinn anstellen darfst. Ansonsten kommst du direkt in die Hölle. Okay, ich werde mich benehmen. Versprochen. Hast du Hunger, Samuel? Ja, schon. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr. Okay, dann gehen wir zu McGermans. Ja, gute Idee. Ich hab's. Ich gebe Lisa einfach eine 1 und eine 6. Dann gleicht sich das wieder aus. Ich trage die Noten gleich ins System ein. Ich muss mich zusammenreißen. Ich gehe auf keinen Fall wieder in die Hölle. Blödsinn darf ich nur anstellen, wenn keiner es sieht. Okay, ich flieg mal zum Strand. Das ist Papa. Was ist mit ihm passiert? Er hat keinen Puls mehr. Sag mir nicht, er ist tot. Wer trägt gerade Noten im System ein? Alle haben Feierabend. So etwas hat nur Herr Kunze gemacht. Lisa hat eine 1 und eine 6 an einem Tag bekommen? Hier stimmt etwas nicht. Die Welt ist wieder im Gleichgewicht. Alles ist gut. Ja, hallo, hier ist der Kunze. Ich meine Herr Dunze. Herr Dunze, kommen Sie bitte in mein Büro. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Gibt es ein Problem? Das besprechen wir später. Bis gleich. Oh Mann, ich bin echt voll. So viele Burger auf einmal habe ich noch nie gegessen. Na komm, einer geht noch.
Hier ist sowieso alles gratis. Burger! Den hau ich mir noch rein. Okay, das war vielleicht etwas zu viel. Was sollen wir tun? Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Dafür ist es zu spät. Wer weiß, wie lange er hier schon liegt. Was machen wir dann? Wir bringen ihn nach Hause. Vielleicht können wir ihn irgendwie retten. Hallo, Frau Meschke. Sie wollt mit mir sprechen? Wie kann Lisa Peters am gleichen Tag eine 1 und eine 6 bekommen? Naja, eine 1 für Mitarbeit und eine 6 für die Hausaufgaben. Welche Hausaufgaben? Sie arbeiten erst seit einem Tag hier. Oh Mist. Siehst du das, Gabriel? Er lässt seinen Müll einfach liegen. Und er macht alles dreckig. Ich habe es mir notiert. Menschen ändern sich nicht. Das war schon immer so. Okay, und jetzt? Bringen wir ihn in den Keller. Ich habe eine Idee. Okay, beeilen wir uns. Er wiegt fast eine Tonne. Was für eine Idee hast du, Lisa? Wann ist Papa das letzte Mal aufgewacht? Nachdem er vom Blitz getroffen wurde. Genau, vielleicht müssen wir ihn schocken. Du willst ihm einen Stromschlag verpassen? Ja, wir müssen es probieren. Wer sind Sie wirklich? Und was haben Sie mit den Kindern vor? Woher haben Sie auf einmal die Waffe? Beantworten Sie meine Frage, oder ich schieße. Nein, nicht schießen bitte. Ich bin es, Herr Kunze. Der Schnurrbart ist nicht echt. Das kann nicht sein. Herr Kunze arbeitet nicht mehr hier. Wer sind Sie wirklich? Hier könnte ich den ganzen Tag lang bleiben. Ich hab schon wieder Hunger. Ich hab richtig Bock auf Pizza. Pizza! Das ist eine Pizza Margarita. Hier ist niemand. Ich kann auf die Pizza tun, was ich will. Ananas! Italiener würden mich dafür in die Hölle stecken. Aber Pizza Hawaii schmeckt einfach zu gut. Denkst du wirklich, das funktioniert? Ich weiß es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Okay, tu es. Hat es funktioniert? Keine Ahnung. Hey, was soll das? Ich will meine Pizza genießen. Raus mit der Sprache. Ich meine es ernst. Ich bin es, Herr Kunze. Erkennen Sie mich nicht? Nein. Und jetzt? Oh mein Gott. Was ist los? Du wirst nicht glauben, was er getan hat. Was hat er angestellt? Du musst es mit deinen eigenen Augen sehen. Sollen wir es noch einmal machen? Ja, warum nicht? Hört endlich auf damit! Ich muss hier weg! Die Pizza esse ich später! Sie sind es ja wirklich, sage ich doch. Warum haben Sie sich verkleidet? Sonst hätten Sie mich nicht eingestellt. Ja, das kann sein. Können Sie bitte die Waffe runternehmen? Ach so, ja, Entschuldigung. Oh mein Gott, er hat doch nicht... Doch, das hat er. Er hat Ananas auf Pizza getan. Wenn meine italienische Großmutter das sieht, stirbt sie noch einmal. Wir müssen ihn finden. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Hast du eine Idee? Papa hat doch gesagt, er war im Himmel und in der Hölle, oder? Ja, das hat er gesagt. Vielleicht kann ich ihn dort besuchen und zurückholen. Wie soll das funktionieren? Es gibt nur eine Person, die uns dabei helfen kann. Du bist zu weit gegangen, Martin. Was ist los? Das hättest du nicht tun sollen. Das mit der Toilette war ein Unfall. Das meine ich nicht. Was ist mit der Toilette passiert? Nichts. Vergiss, was ich gesagt habe. Wo liegt das Problem? Ihnen liegen die Schüler also so sehr am Herzen? Ja, natürlich. Die sind wie Kinder für mich. Wieso haben Sie das nicht gesagt? Ich dachte, Sie wissen das. Wenn das so ist, dann gebe ich Ihnen noch eine zweite Chance. Meinen Sie das ernst? Ja, Sie können morgen wieder anfangen. Vielen Dank, Frau Meschke. Sie werden das nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Hallo, Dr. Wunder. Lisa, schön, dich wiederzusehen. Was kann ich für dich tun? Können Sie mich in den Himmel bringen? Ja, das kann ich. Nur zurückkommen ist schwer. In den Himmel kommst du nur, wenn du tot bist. Du hast Pizza mit Ananas gegessen. Dafür kommst du in die Hölle. Nein, bitte nicht. Das war ohne Absicht. Polizei! Doch, ich habe ein Gerät dafür. Es erweckt dich wieder zum Leben. Du musst nur den Knopf drücken. Super. Kann ich mir das ausleihen? Ja, natürlich.
Aber sei vorsichtig. Du kannst es nur dreimal benutzen. Okay, ich bin vorsichtig. Danke, Dr. Wunder. Bring ihn wieder runter. Wer Pizza mit Ananas isst, gehört in die Hölle. Nein, bitte nicht. Ich mach das nie wieder. Das verspreche ich. Du hattest deine Chance, Martin. Es ist vorbei. Ah! Oh nein, nicht schon wieder. Hallo Martin, hast du mich vermisst? Pass diesmal besser auf. Er darf nicht noch einmal entkommen. Keine Angst, er wird sehr lange hierbleiben. Darauf hast du mein Wort. Was soll ich jetzt tun, Lisa? Du musst auf den Knopf drücken. Wenn das Ding rot leuchtet, bin ich im Himmel. Soll ich das wirklich tun? Ja, drück drauf. Mir wird schon nichts passieren. Hol mich aber in 10 Minuten zurück. Okay, wie du meinst. Lisa, hörst du mich? Oh mein Gott, Lisa. Es hat funktioniert. Halte durch, Papa. Ich komme. Hallo, mein Kind. Wie heißt du? Ich bin Lisa. Du bist jetzt im Himmel, Lisa. Ja, ich weiß. Bis später. Papa, bist du hier irgendwo? Hallo, Papa. Kannst du mich hören? Ich bin es, Lisa. Nicht schon wieder. Hier ist er nicht. Ich muss weiter. Papa, wo bist du? Die Zeit ist gleich vorbei. Nur noch ein paar Sekunden. Okay, ich drück den Knopf. Was ist das für ein Geräusch? Ah! Hat es funktioniert? Lisa, hörst du mich? Ah! Lisa, was ist passiert? Warst du im Himmel? Ja, ich war dort. Hast du Papa gefunden? Nein, er war nicht da. Wie, er war nicht da? Er ist nicht im Himmel. Aber wenn er nicht dort ist, wo ist er dann? Ich hasse es hier. Ich will wieder nach Hause. Bitte helft mir. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Er ist in der Hölle. Und jetzt? Wir müssen dahin und ihn rausholen. Wie kommen wir in die Hölle? Ich hab eine Idee. Bin gleich wieder da. Hey, kannst du nicht lesen? Da steht Entenfüttern verboten. Halt die Klappe, Opa. Okay, Samuel, ich bin bereit. Jetzt komme ich in die Hölle. Tu es. Okay, in 10 Minuten hole ich dich zurück, Lisa. Pass auf dich auf. Hoffentlich hat es funktioniert. Es hat funktioniert. Ich bin in der Hölle. Jetzt muss ich nur noch Papa finden. Hallo, Papa. Lisa, was machst du denn hier? Ich bin hier, um dich zu retten. Mich retten? Wie soll das funktionieren? Das erkläre ich dir später. Halt dich gut fest. Okay, es ist soweit. Ah! Hat es geklappt? Ja, ich denke schon. Es hat funktioniert. Ich bin wieder da. Schnell, gehen wir runter zu Papa. Hoffentlich ist er wieder zurück. Papa, du bist wieder da. Ja, dank euch. Ihr habt mich gerettet. Das haben wir gerne gemacht. Wie seid ihr in die Hölle gekommen? Mit dem Gerät von Dr. Wunder. Ey, Lise? Ja, Sammy? Was ist das? Keine Ahnung. Am besten wir fragen Papa. Damit kann man einfach in die Hölle reisen? Ja, in die Hölle und in den Himmel. Je nachdem, ob man ein guter oder schlechter Mensch war. Interessant. Ich kann es nicht glauben. Dieser Trottel ist schon wieder entkommen. Was wollt ihr hier, Kinder? Habt ihr nichts zu tun? Da ist etwas Komisches in einem Zimmer. In welchem Zimmer? Da, wo Martin Peters war. Das muss ich mir anschauen. Wo wart ihr? Ich habe versucht, euch anzurufen. Wir waren in der Hölle. In der Hölle? Warum das denn? Wir haben Papa gerettet. Du warst wieder in der Hölle? Ach, das ist nur so ein Spiel von mir und den Kindern. Okay, da bin ich beruhigt. Hast du so etwas schon einmal gesehen, Papa? Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nur davon gelesen. Und was ist das? Ich glaube, es ist ein Portal. Ein Portal? Wohin denn? Du, Wunder! Ja, Professor? Hast du meinen Teleporter gesehen? Ja. Ich habe ihn Lisa ausgeliehen. Lisa, wo wollte sie hin? Auf die Bahamas? Nein, sie wollte in die Hölle. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wie denn? Viel Spaß, Sammy.
Wo bin ich hier? Hier sieht es anders aus als bei uns. Es ist so grün und es stinkt nicht. Was, wenn er nicht wiederkommen kann? Dann ist das halt so, Liese. Nur die Harten kommen in den Garten. Bist du bekloppt? Warum? Was ist daran so schlimm? Wenn du mit dem Teleporter reist, dann öffnet sich ein Tor. Was für ein Tor denn? Da kann jeder durch. Liese hat vielleicht ein Portal zwischen der Hölle und Erde geöffnet. Hallo, mein Kleiner. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Was machst du ganz allein mitten auf der Straße? Wo genau bin ich? Auf der Johannesstraße, wieso? Nein, auf welchem Planeten sind wir? Na, auf der Erde. Wo denn sonst? Wir sind auf der Erde? Das hört sich nicht gut an. Ist es auch nicht. Wir müssen sofort zu ihr. Du, Liese, eine Frage. Ja, Papa? Mit diesem Ding kann man also einfach in die Hölle reisen? Ja, genau. Und wie kommt man wieder zurück? Ich muss nur auf den Knopf drücken. Warum fragst du? Bist du sauer auf mich? Natürlich bin ich sauer auf dich. Du gibst Liese einfach meine Sachen, ohne mich zu fragen. Tut mir leid. Du bist der schlechteste Mitbewohner der Welt. Kannst du mich kurz in die Hölle schicken? Nur für eine Minute. Warum willst du wieder in die Hölle? Ich hab da etwas vergessen. Okay, ich helfe dir. Warum bist du so überrascht? Ich glaube, ich hab mich verlaufen. Woher kommst du denn? Komm mit, ich zeige es dir. Sicher, dass du das tun willst, Papa? Ja, ich bin mir sicher. Aber du musst mich nach einer Minute zurückholen. Das ist wichtig. Ich will nur kurz etwas abholen. Okay, fangen wir an. Los geht's. Papa, hörst du mich? Jetzt kann es losgehen. Dieses Schwein hat mich gefoltert. Dafür werde ich mich rächen. Komm her, du roter Dickschädel. Nimm das, du Trottel. Was soll das? Ich bin derjenige, der austeilt. Davon gibt es noch mehr. Du denkst, du hast gewonnen? Du bist in der Hölle, Martin. Du gehörst jetzt mir. Tschüss, du Lappen. Eine Minute ist vorbei. Ich muss ihn zurückholen. Wie kann das sein? Mach's gut. Sag deiner Frau liebe Grüße von mir. Er hat mir ins Gesicht gefurzt. Das wird noch ein Nachspiel haben. Mann, hat das gut getan. Hat alles geklappt, Papa? Ja, es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Wo sind denn deine Eltern? Sie sind da drin. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ja, natürlich helfe ich dir. Wie hat er das gemacht? Er war hier und ist dann wieder verschwunden. Das hat noch keiner geschafft. Hallo, Papa. Sammy, du bist wieder da. Ja, und ich habe jemanden mitgebracht. Hallo, ich bin Peter. Hallo, Peter. Willkommen in der Hölle. Kann ich jetzt wieder nach Hause? Nein, du wirst hier bleiben. Und zwar für immer. Da vorne ist das Haus von Familie Peters. Wir sind gleich da. Ich weiß, wo Liese wohnt. Also bist du immer noch sauer? Du machst mindestens eine Woche den Abwasch und du gehst einkaufen. Was genau hast du in der Hölle gemacht, Papa? Ach, ich musste nur kurz etwas mit dem Teufel klären. Aber jetzt sind wir quitt. Wohin führt das Portal, Sammy? Es führt zur Erde, Papa. Sehr gut, ihr müsst etwas für mich tun. Was sollen wir machen? Martin hat zwei Kinder, Samuel und Liese. Sollen wir sie kalt machen? Nein, das wäre viel zu nett. Bringt sie hierher, ich will mich persönlich um sie kümmern. Okay, Papa, wir werden dich nicht enttäuschen. Wir gehen jetzt zur Schule. Okay, viel Spaß, Kinder. Bis später. Einer von uns muss einkaufen gehen, Martin. Ich war schon letztes Mal. Du willst doch in den Himmel, oder nicht? Du hast recht, ich gehe sofort. Das klappt immer. So sieht also die Erde aus. Ja, voll schön hier. Ich könnte mich daran gewöhnen, aber wir sind nicht zum Spaß hier. Wir müssen Samuel und Liese finden. Wo fangen wir an zu suchen? Bei ihnen zu Hause. Guten Morgen, liebe Schüler. Wo sind Liese und Samuel? Sie sind wieder zu spät. Hallo, Herr Kunze. Ihr seid zu spät. Aber nur 10 Sekunden. Das ist mir egal. Ihr bekommt beide eine 6. Wer ist das? Ich habe niemanden eingeladen.
Wer seid ihr und was macht ihr in meinem Haus? Wir müssen dringend mit Martin und Lisa sprechen. Es geht um das Schicksal der Erde. Ich muss jeden Tag etwas Gutes tun. Dann komme ich später auf jeden Fall in den Himmel. Ich will nicht in die Hölle. Der Teufel erkennt mich bestimmt wieder. Das dauert mir alles zu lange. Am besten wir nehmen das Auto. Gute Idee, Lise. Aber wie kommen wir rein? Mit Gewalt. Hey, ihr da. Was macht ihr ganz alleine auf der Autobahn? Tun Sie das nicht, Herr Kunze. Warum nicht? Wenn Sie sich so benehmen, kommen Sie in die Hölle. Die Hölle gibt es nicht. Das sind nur Märchen. Das stimmt nicht. Ich war schon dort. Hör auf zu diskutieren und setz dich hin, Lisa. Mein Mann ist erst in 20 Minuten wieder da. Aber wir können so lange einen Kaffee trinken. Hast du Lust, Wunder? Klar, warum nicht? Wo sind eure Eltern? Und was sind das für Kostüme? Halloween war vor einem Monat. Der ist so dick. Der landet später sowieso bei uns. Hast du mich gerade dick genannt? Das ist Beamtenbeleidigung. Dafür gibt es eine fette Geldstrafe. Sag Papa liebe Grüße. Was meinst du damit? Explosionspupsattacke. Das macht 48,50 Euro bitte. Wollen Sie noch etwas an die Waisenkinder spenden? Auf keinen Fall. Das ist alles viel zu teuer. Okay. Warte, Martin. Denk an den Himmel. Hier ist noch etwas Geld für die Kinder. Wow, Sie sind wirklich großzügig. Wann genau kommt Ihr Mann? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Er müsste gleich da sein. Wie heißen Sie nochmal? Ich bin der Professor. Das ist Dr. Wunder. Den hast du fertig gemacht, Lise. Der Klops hat keine Chance gegen mich. Komm, steig ein, Sammy. Wir müssen Lisa und Samuel so schnell wie möglich finden. Du hast recht. Wir dürfen Papa nicht enttäuschen. Was ist passiert? Das auf dem Boden bin ja ich. Komm zu mir, Bob. Ich warte auf dich. Ah! Na endlich, Frischfleisch. Wo bin ich hier? Du bist in der Hölle, Bob. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Aber ich war doch ein guter Mensch. Nein, erinnerst du dich nicht mehr damals im Gefängnis? Bob, die Donuts sind für die Gefangenen. Kannst du sie bitte verteilen? Ja, natürlich. Also entweder ein Donut für alle oder 7 Donuts für mich. Ich komme in die Hölle, weil ich die Donuts gegessen habe? Natürlich. Von ein paar Leuten war es das letzte Gericht. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Entschuldigung, haben Sie vielleicht 1 Euro? Nein, such dir einen Job. Okay, schon verstanden. Ich meine, hast du Hunger? Ja, schon. Du kannst mit zu mir kommen. Meine Frau kocht gleich. Danke, das ist echt nett. Ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Hier müsste die Schule von den beiden sein. Sehr gut, bringen wir sie in die Hölle. Ich knöpfe mir Samuel vor. Okay, dann nehme ich Lisa. Hallo Schatz, ich habe jemand mitgebracht. Das ist, wie heißt du nochmal? Ich bin Steven. Steven ist heute mit uns, okay? Du hast Besuch, Martin. Wir müssen dringend mit dir sprechen. Was macht ihr denn hier? Das erzählen wir dir im Keller. Das ist dein neuer Mitbewohner. Er ist genauso dick wie du. Ihr könnt euch um das Essen streiten. Lisa, hast du dich umgezogen? Soll das dein Faschingskostüm sein? Du kennst Lisa? Was meinst du? Natürlich kennen wir uns. Also bist du gar nicht Lisa. Nein, aber du wirst mir sagen, wo sie ist. Martin, wir müssen dich etwas fragen. Okay, schieß los. Bist du mit dem Gerät in die Hölle gereist? Ja, aber nur einmal. Wieso? Was hast du dort gemacht? Es könnte sein, dass ich dem Teufel ins Gesicht gefurzt habe. Du bist in die Hölle gereist, um dem Teufel ins Gesicht zu furzen? Ja, wieso? Bist du völlig durchgeknallt? Nein, wo ist das Problem? Du hast wahrscheinlich ein Portal zur Hölle geöffnet. Jeder kann da durch, auch der Teufel. Ja, Samuel? Herr Kunze, darf ich auf Toilette? Du warst doch vorhin erst auf dem Klo. Ja, aber ich habe eine schwache Blase. Wie soll aus dir nur ein Mann werden? Okay, geh. Was willst du von Lisa? Ach, ich will nur kurz mit ihr sprechen. Ach so, seid ihr befreundet? Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, Lisa ist gerade hinten auf dem Pausenhof. Danke für deine Hilfe, Süßer. Okay, und jetzt? Wir müssen das Tor irgendwie schließen. Wer weiß, was da durchkommt. Und wie machen wir das? Dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Welche?
Wir müssen dorthin reisen und das Portal schließen. Ja, hallo? Wie sieht es aus, Sammy? Habt ihr die beiden gefunden? Nein, noch nicht. Aber wir sind dran. Bald haben wir sie. Hoffentlich enttäuscht du mich nicht. Du weißt, was dann passiert. Nein, Papa, ich enttäusch dich nicht. Versprochen. Das hoffe ich für dich. Wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja endlich, Lisa. Kennen wir uns? Nein, aber du wirst mich bald sehr gut kennen. Dein Kostüm sieht bescheuert aus. Das ist kein Kostüm. Dann siehst du eben bescheuert aus. Hey, nimm das sofort zurück. Nö. Ich will dich echt nicht stören, aber ich muss dringend aufs Klo. Du gehst jetzt nicht auf Toilette. Soll ich mir in die Hose machen oder was? Du kommst jetzt mit. Wohin denn? Ich habe Unterricht. In die Hölle. Glaub mir, du willst sie nicht mit mir anlegen. Warum? Ich pupse Feuer. Na und? Meine Fürze stinken viel mehr als deine. Nein, tun sie nicht. Meine explodieren. Na komm, zeig, was du drauf hast. Ganz wie du willst. Ich kann nicht in die Hölle. Ich muss wieder zum Unterricht. Ansonsten gibt der Kunze mir eine 5. Mach dir lieber Sorgen um dein Leben. Jetzt reicht es. Du willst Stress. Den kannst du haben. Na endlich. Kommt da noch etwas? Oder war das nur heiße Luft? Du willst heiße Luft? Kannst du haben? Was ist das denn? Ich muss irgendwie ausweichen. Wie hast du das gemacht? Nimm das, Rotschopf. Er ist einfach stehen geblieben. Du bist ja niedlich. Ich bin dran. Ich bin dran. Was hast du vor? Oh mein Gott, das stinkt ja schlimmer als bei uns in der Hölle. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Leg dich nicht mit den Falschen an. Aua, du hast mich getreten. Warum machst du das? Weil mein Vater will, dass ihr in die Hölle geht. Wen meinst du mit ihr? Dich und deine Schwester. Nimm mich mit. Aber bitte lass Lisa aus dem Spiel. Nein, ihr werdet beide mitkommen. Jetzt lauf los. Wer hat dich geschickt? Ich darf es nicht sagen. Ansonsten bekomme ich Ärger. Sag es mir jetzt sofort, oder ich pupse dir ins Gesicht. Nein, bitte nicht. Ich erzähle dir alles. Raus mit der Sprache. Mein Vater hat mich geschickt. Wir sollen euch in die Hölle bringen. Wen meinst du mit euch? Dich und deinen Bruder. Wir müssen sofort anfangen. Jede Sekunde zählt. Wer von uns reist in die Hölle? Dreimal darfst du raten. Ich wollte ehrlich gesagt nicht noch einmal dorthin. Der Teufel ist nicht so gut, auf mich zu sprechen. Du hast das Tor geöffnet, Martin. Du wirst es auch wieder schließen. Wo ist Samuel? Ich bin hier, Lisa. Geh auf die Knie. Er ist zu stark, Lisa. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Was ist mit dir, Lise? Hast du etwa verloren? Sie war zu krass für mich. War ja klar, dass du verlierst. Lasst uns sofort gehen. Gibt es eigentlich noch etwas zu essen? Ich verhungere hier. Entweder du kommst mit, oder ich grill deinen Bruder hier und jetzt. Nein, bitte nicht. Ich mach alles, was ihr wollt. Braves Mädchen. Also, wie genau läuft das jetzt ab? Schritt 1. Du fliegst in die Hölle. Ja, das habe ich verstanden. Und dann? Du musst das Portal finden. Dann wirfst du diese Kugel rein. Damit sollte sich das Portal wieder schließen. Okay, ich habe alles verstanden. Du musst aber schnell sein. Das Portal wird schnell schließen. Kein Problem. Schnell ist mein zweiter Vorname. Was machen wir hier? Ihr werdet da durchgehen. Wohin gehen wir? Direkt in die Hölle. Papa will mit euch sprechen. Bist du bereit? Ja, fangen wir an. Okay, es geht los. Hat es funktioniert? Ich weiß es nicht. Und noch einmal. Ich will da nicht durchgehen. Das war keine Frage. Ihr geht da durch oder es gibt Stress? Wir müssen da rein, Samuel. Später finden wir schon einen Weg wieder raus. Nein, ihr werdet für immer dort bleiben. Okay, gehen wir. Gute Entscheidung. Jetzt muss ich nur noch das Portal finden. Aber ich muss vorsichtig sein. Der Teufel darf mich nicht sehen.
Ansonsten habe ich ein Problem. Wo könnte das Portal sein? Die Hölle ist riesig. Es wird ewig dauern, bis ich es finde. Ich muss weitersuchen. Bingo, da ist ja das Portal. Wann sollen wir ihn zurückholen? 2 Minuten hat er noch. Dann bringen wir ihn wieder her. Jetzt muss ich nur noch dieses Ding reinwerfen. Dann ist es endlich vorbei. Hallo Martin, schön dich wiederzusehen. Ich hab nur etwas vergessen. Du hast mir ins Gesicht gefurzt. Dafür werde ich mich rächen. Was war das? Das wirst du gleich sehen. Hallo Kinder, ihr kommt gerade rechtzeitig. Lisa? Samuel? Was macht ihr denn hier? Wir wurden reingelegt. Deine Kinder gehören jetzt mir, Martin. Sie werden für immer hier bleiben. Niemals. Das werde ich nicht zulassen. Okay, es ist soweit. Hol ihn zurück. Okay, alles klar. Oh nein. Tschüss, Martin. Wir werden hier viel Spaß haben. Lass meine Kinder in Ruhe. Oh mein Gott. Was ist los? Hat es funktioniert? Ja, aber der Teufel hat Lisa und Samuel. Sie sind in der Hölle gefangen. Was machen wir jetzt mit den beiden, Papa? Ganz einfach, Lisa. Wir werden sie foltern. Ich freue mich jetzt schon. Ich mich auch, Sammy. Wir müssen Lisa und Samuel da rausholen. Und zwar schnell. Wie sind sie in die Hölle gekommen? Durch das Portal, denke ich. Dann können wir nichts mehr für sie tun. Warum nicht? Das Portal ist schon geschlossen. Ich wurde reingelegt. Hier gibt es nichts zu essen. Dürfen wir sie foltern, Papa? Ja, Kinder. Tobt euch ruhig aus. Das ist eure Belohnung. Denkst du das, was ich denke, Sammy? Der Pupsnator 2000? Ja, genau der. Oh ja, das wird ihnen gar nicht gefallen. Was habt ihr mit uns vor? Das siehst du gleich, Lisa. Wir können sie doch nicht einfach in der Hölle lassen. Es tut mir leid, Martin, aber wir haben keine andere Wahl. Warum reisen wir nicht wieder mit dem Ding in die Hölle? Auf keinen Fall. Dann öffnet sich ein neues Portal und dann haben wir das gleiche Problem wie am Anfang. Also wollen Sie hier einfach rumsitzen und nichts tun? Ja. Das kommt nicht in Frage. Was macht ihr da? Habt Geduld, Lisa. Eure Strafe kommt schon noch. Okay. Fertig. Was ist das? Das ist der Pupsnator 2000. Und was macht er? Er bläst dir alle paar Minuten einen Pups in dein Gesicht. Es geht los. Oh mein Gott. Wo sind Lisa und Samuel? Kommen sie nicht zum Essen? Die sind gerade noch in der Schule, aber sie kommen gleich. Sie haben sich aber Pfannkuchen als Nachtisch gewünscht. Dann muss ich kurz in den Supermarkt. Wir haben kein Mehl mehr. Ja, lass dir gerne Zeit. Bleiben die beiden auch zum Essen? Ja. Okay, bis gleich. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Guten Morgen, liebe Schüler. Wo sind Lisa und Samuel? Sind die wieder zu spät? Das kann nicht wahr sein. Bitte, mach, dass es aufhört. Aufhören? Das geht noch 100 Jahre so weiter. Nein, bitte nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist gerade erst der Anfang. Was brauche ich alles für die Pfannkuchen? Milch, Eier, noch etwas? Lass mich kurz ein Rezept googeln. Sahne hätte ich fast vergessen. Also wir können nicht in die Hölle reisen. Was sind dann unsere Optionen? Lass mich kurz nachdenken. Du hast den IQ von einer Bockwurst, Martin. Überlass das Nachdenken lieber uns. Hey, Samuel. Ja? Wie geht es dir? Geht so, und dir? Ja, mir auch. Oh nein. Was ist los? Das Ding, es geht wieder an. Nein, bitte nicht. Ach so, Vanillecreme kommt da auch rein. Das wusste ich ja gar nicht. Oh mein Gott, was ist auf der Straße? Da vorne ist ein Reh. Ich muss irgendwie ausweichen. Es bleibt einfach stehen. Oh nein. Ich habe eine Idee. Einen Klon von Lisa und Samuel erschaffen. Nein, aber das ist auch gut. Was wollt ihr machen? Wir können mit dem Teleporter nicht mehr in die Hölle reisen. Ja, das wissen wir schon. Aber was ist mit dem Himmel?
Was willst du denn im Himmel? Na, die Engel um Hilfe bitten. Oh mein Gott, da vorne ist ein Baum. Ich kann nicht mehr ausweichen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Willst du jetzt schon schlapp machen, Lisa? Ich kann wirklich nicht mehr. Bitte hol mich hier raus. Was habe ich dir gesagt, Sammy? Ja, du hast gewonnen. Ich schulde dir 5 €. Dafür muss man ein guter Mensch sein. Martin hat recht. Das ist keiner von uns. Dann müssen wir uns etwas anderes überlegen. Wartet. Ich weiß, wie ich vielleicht in den Himmel komme. Was ist passiert? Ich schwebe und ich habe weiße Sachen an. Marie, komm zu uns. Wessen Stimme ist das? Ah! Komm, Sammy, ich will dir etwas zeigen. Wollen wir die zwei nicht noch etwas quälen? Die sind für immer hier. Stimmt, dafür haben wir genug Zeit. Willkommen im Zwinger von München. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich würde gerne Hunde adoptieren. Haben Sie sich denn schon eine Rasse ausgesucht? Nein, nicht wirklich. Okay, kommen Sie mit. Manfred zeigt Ihnen die Hunde. Hallo Marie, wo bin ich? Du bist jetzt im Himmel. Ich bin tot? Ja, aber hier wirst du neu geboren. Was ist mit meiner Familie? Wenn ihre Zeit gekommen ist, sind sie auch hier. Komm mit, ich zeige dir alles. Okay. Was ist das? Da ist noch ein Portal. Es gibt noch eins? Ja, Martin hat damals 2 geöffnet. Führt es auch auf die Erde? Ich weiß es nicht, aber finden wir es heraus. Hier sind alle Hunde, die wir haben. Wir haben wirklich viele Rassen. Wollen Sie eher einen kleinen oder einen großen Hund? Das ist egal. Haben Sie Kinder? Ja, 2. Dann kann ich Ihnen den Labrador empfehlen. Das ist wirklich ein guter Familienhund. Sie wollen alle Hunde adoptieren? Ja, bitte. Sie sind wirklich ein guter Mensch. Merkt ihr das? Samuel, wir müssen uns irgendwie befreien. Wie soll das funktionieren? Wir sind festgebunden. Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns etwas einfallen lassen, bevor das Ding wieder angeht. Oh nein, nicht schon wieder. Perfekt, wir sind wieder auf der Erde. Das Portal funktioniert. Wir können also noch mehr Schaden anrichten. Was wollen wir als erstes machen? Gehen wir zu Lisas Schule und ärgern ihre Freunde. Guter Plan. Ich frage mich, was er vorhat. Ja, so schnell kommt keiner in den Himmel. Es geht hier um das Leben seiner Kinder. Hoffentlich hat er gut nachgedacht. Hörst du das? Ja, hört sich wie Schritte an. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Hier wohne ich also? Ja, du hast das ganze Zimmer nur für dich. Wow, es ist wirklich schön. Wir sind da. Auf geht's in Runde 2. Als erstes knöpfe ich mir Lisas Freund Markus vor. Okay, dann nehme ich ihren Lehrer, Herr Kunze. Samuel, wir müssen etwas tun. Was? Wir sind mit dieser Maschine ausgeliefert. Das werde ich nicht zulassen. Was hast du vor? Ich werde Feuer mit Feuer bekämpfen. Oder Pups mit Pups. Wie soll das gehen? Martin, was hast du getan? Wonach sieht es denn aus? Ich habe alle Hunde aus dem Tierheim adoptiert. Und ich werde mich gut um sie kümmern. Wenn du jetzt nicht in den Himmel kommst, dann weiß ich auch nicht. Wir haben lange auf dich gewartet, Marie. Ach, echt? Ja, komm mit. Es gibt dir noch viel mehr zu sehen. Hallo Markus. Was machst du denn schon wieder hier? Suchst du Lisa immer noch? Nein, diesmal bin ich nur wegen dir hier. Ach echt? Was machst du da, Lisa? Hast du im Chemieunterricht nicht aufgepasst, Samuel? Nein, warum? Wenn meine Berechnungen richtig sind, dann wird das Ding explodieren. Du hast es geschafft, Lisa. Willst du das wirklich tun, Martin? Ja, auf jeden Fall. Wenn du immer noch in die Hölle kommst, haben wir ein Problem. Der Teufel wird dich erkennen. Das ist mir egal. Ich gehe das Risiko ein. Okay, es geht los. Samuel, was machst du denn hier? Und was hast du da an? Fasching ist erst nächste Woche. Ich bin nicht Samuel, sondern Sammy. Okay, und was willst du von mir, Sammy? Ihn Feuer unter dem Hintern machen. Hier sieht es aus wie auf den Malediven. Da wollte ich schon immer mal hin. Im Himmel kannst du alle Orte besuchen, egal wo du hin möchtest. Jetzt muss ich nur noch diese Fesseln loswerden. Hast du eine Idee?
Ja, aber es ist sehr riskant. Ich muss zuerst dich befreien. Tu es, das Risiko ist mir egal. Okay, halt dich gut fest. Was tust du da? Sei still, ich muss mich konzentrieren. Glaubst du, es hat funktioniert? Ich weiß nicht, ob das mit den Hunden reicht, damit er in den Himmel kommt. Er war davor wirklich ein schlechter Mensch. Jawohl, es hat funktioniert. Auf in den Himmel! Gibst du mir nicht einen Kuss? Spinnst du? Ich bin mit Lisa zusammen. Ja, genau deshalb. Das quält sie bestimmt noch mehr als der Pupsnator 2000. Lisa leidet gerade? Mehr als du dir vorstellen kannst. Na, warte, dir werde ich es zeigen. Geh sofort wieder in dein Zimmer, oder du bekommst eine 6. Denken Sie etwa, ich habe Angst vor Ihnen? Sie sind nur ein Mensch. Du bekommst einen Verweis, dafür werde ich sorgen. Was ist das da hinten? Was meinst du? Aua, mein Hintern brennt. Warte, es hat gerade an der Tür geklopft. Ich muss kurz dahin. Okay, kein Problem. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch, wieso? Wie oft willst du noch sterben? Ich bin nicht tot. Wieso bist du dann hier? Um meine Kinder zu retten. Sie sind in der Hölle. Wann sollen wir ihn eigentlich zurückholen? Der braucht noch. Er wird etwas Zeit brauchen, um die Engel zu überzeugen. Hoffentlich schafft er es. Sein Gehirn ist wahrscheinlich so groß wie eine Erbse. Wow, Lisa, ich wusste gar nicht, dass du so etwas kannst. Ich auch nicht. Los, binde mich frei. Ich hab es gleich. Okay, und was jetzt? Da lang. Das solltest du lieber sein lassen. Sag mir sofort, wo Lisa ist. Darauf kannst du lange warten. Dann nimm das hier. Hast du gerade gepupst? Ja. Warum sind deine Kinder in der Hölle? Waren sie böse? Nein, sie wurden entführt. Entführt von wem? Von den Kindern vom Teufel. Wie sind sie auf die Erde gekommen? Es könnte sein, dass ich aus Versehen ein Portal geöffnet habe, als ich dem Teufel ins Gesicht gefurzt habe. Also ist das Ganze wie immer deine Schuld? Ja, kann man so sagen. Bitte hör auf damit. Erst wenn ihre Pobacken so knusprig sind wie Doritos. Wofür braucht ihr denn so lange? Bitte, Sie müssen mir helfen, meine Kinder sind so lieb. Sie gehören nicht in die Hölle. Es tut mir leid, Martin, aber das Problem musst du selber lösen. Wir Engel haben nichts mit der Hölle zu tun. Ich glaube, es ist soweit. Er war jetzt 15 Minuten da oben. Ja, hol ihn zurück. Nein, bitte nicht. Ah! Nein, bitte nicht. Hat es geklappt? Nein, die Engel werden uns nicht helfen. So, und jetzt machen wir noch ein Foto für Lisa. Das wird dir bestimmt gefallen. Ja, hallo? Hey, Sammy, bist du schon fertig? Ja, fürs Erste schon. Okay, dann gehen wir nach Hause. Wir treffen uns vor der Schule. Okay, bis gleich. Die Bananenschale da gehört mir. Nein, sie gehört mir. Gib sie sofort her. So spät, ich hab sie schon gegessen. Hey, wisst ihr, wie man hier rauskommt? Denkst du, man kann die beiden essen? Wir können es probieren. Die sehen schon lecker aus. Wir können sie über dem Feuer grillen. Die sehen schon lecker aus. Komm, Samuel, lass uns verschwinden. Die können uns eh nicht einholen. Hey, wen hast du hier dick genannt? So, bin wieder da. Alles okay? Ja, da war nur so ein komischer Typ. Seine Kinder sind in der Hölle. Aber da können wir auch nichts mehr tun. Wie heißt er? Martin Peters, wieso? Es tut mir leid, Martin, aber wir können nichts mehr für Lisa und Samuel tun. Nein, damit werde ich mich nicht abfinden. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Was hast du vor? Meine Familie retten. Wir haben genug getan. Für den Anfang schon. Wir können immer wiederkommen. Herr Kunze quälen wird mein neues Hobby. Er schreit wie ein kleines Mädchen. Samuel, siehst du das? Ja, sieht genauso aus wie das Ding bei uns. Ich glaube, damit kommen wir zurück auf die Erde. Okay, beeilen wir uns. Was macht ihr denn hier? Wir haben euch doch gefesselt. Samuel und Lisa sind in der Hölle. Ich muss ihnen irgendwie helfen. Ich werde sie nicht alleine dort lassen. Attacke! Ich muss irgendwie zu Lisa und Samuel. Wer weiß, was der Teufel mit ihnen anstellt. Aber wie komme ich in die Hölle? Ich habe eine Idee. Ich muss es versuchen. Hey, du da. Ja? Gib mir sofort die Eiscreme. Nein, die gehört mir. Her mit dem Ding.
Jetzt komme ich auf jeden Fall in die Hölle. Wie seid ihr entkommen? Das hat noch keiner geschafft. Der Pupsnator reicht euch also nicht. Ihr wollt mehr? Schnell, Samuel, lauf! Wir müssen hinterher, Sammy. Sie dürfen nicht entkommen. Hast du das gesehen? Nein, was war da? Sah aus wie ein Engel. Das bildest du dir nur ein. Fehlt nur noch der letzte Schritt. Ich will das nicht tun, aber es ist meine einzige Möglichkeit. Hallo, was darf es sein? Ich nehme einmal den Mac-Teufel, bitte. Sind Sie sich sicher? Ja, ich habe keine andere Wahl. Aber Sie können daran sterben. Denken Sie, das weiß ich nicht? Geben Sie mir jetzt sofort den Burger. Ich habe keine Zeit für so etwas. Okay, wollen Sie bar oder mit Karte zahlen? Mit Karte, bitte. Oh nein, da vorne ist nichts. Wir sind in einer Sackgasse. Da sind ja unsere beiden Flüchtlinge. Ihr habt es immer noch nicht kapiert, oder? Ihr werdet hier nicht rauskommen. Haltet durch, Samuel und Lisa. Papa kommt, um euch zu retten. Eigentlich schmeckt er gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich bin richtig. Hier sieht es nach der Hölle aus. Jetzt muss ich noch Lisa und Samuel finden. Haltet durch, meine Babys. Ich komme. Bitte tut uns nicht weh. Wir werden euch wehtun. Und allen, die ihr gern habt. Was soll das bedeuten? Schau mal auf dein Handy, Lisa. Was hast du mit Markus gemacht? Er hat eine Kostprobe von meinen Pups erhalten. Diesmal bist du zu weit gegangen. Dafür wirst du bezahlen. In ein paar Minuten bin ich bei euch, Kinder. Haltet durch. Papa ist gleich da. Kannst du das glauben? Sie hat uns Dick genannt. Entschuldigung, habt ihr zwei Kinder gesehen? Ein Junge und ein Mädchen, ungefähr 1,40 groß. Nein, aber du bist ein heißer Fäger. Willst du nicht hier bei uns bleiben? Nein, danke. Das Thema hatten wir doch schon, Lisa. Du hast keine Chance gegen uns. Das werden wir noch sehen. Na schön, ganz wie du willst. Explosionspupsattacke. Zeig es ihnen, Lisa. Wie hast du das gemacht? Du bist nicht die Einzige, die Feuer pupsen kann. Es hat geklappt. Jetzt komme ich in die Hölle. Ich werde Lisa und Samuel befreien. Egal, wie hoch der Preis dafür ist. Ein Engel. Was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Ich suche jemanden. Ich soll ihn in den Himmel bringen. Ach so, wirklich? Wie ist sein Name? Lisa und Samuel Peters. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Hier kommt die zweite Ladung. Schnell, Samuel, gehen wir zum Ausgang. Ich habe es fast geschafft. Samuel und Lisa müssen irgendwo da drin sein. Es war ein Fehler, herzukommen. Jetzt wirst du für immer hierbleiben. Lass meine Kinder sofort gehen, oder du bekommst es mit mir zu tun. Du bist ja putzig. Ich bin der Teufel. Denkst du wirklich, du hast eine Chance gegen mich? Für meine Kinder würde ich alles tun. Oh mein Gott, was ist das da hinter dir? Den Trick hat dein Mann schon ausgepackt. Darauf falle ich nicht noch einmal rein. Ich meine es ernst, da ist jemand. Das ist für dich, Schweinebacke. Warum bist du ein Engel, Marie? Lange Geschichte, ich erzähle sie dir später. Lass uns erst die Kinder befreien. Okay, nur eine Sache noch. Okay, gehen wir. Gehen wir, Samuel, wir haben nicht viel Zeit. Mama, Papa, was macht ihr denn hier? Wir sind hier, um euch zu befreien. Schnell, wir müssen da durch. Wir müssen das Portal irgendwie schließen. Ich kümmere mich darum. Das sollte sich nicht so schnell wieder öffnen. Super, gehen wir nach Hause. Als Strafe verbringt ihr 200 Jahre mit dem Pupsnator. Hoffentlich lernt ihr eure Lektion. Nein, Papa, bitte nicht. Lisa, du musst aufstehen. Du musst in die Schule gehen. Lisa, wach jetzt sofort auf. Nur noch 5 Minuten, Markus. Markus, ich bin nicht Markus. Ich bin dein Vater. Na, habt ihr schon genug? Hier kommt eine Extraladung. Bitte, hör auf, Papa. Wir machen das wieder gut. Wegen euch ist Martin entkommen. Dafür müsst ihr bezahlen. Lass sie etwas schlafen, Martin. Sie hat in letzter Zeit viel durchgemacht. Vielleicht hast du recht. Dann gehe ich duschen. Wir machen das wieder gut, Papa. Versprochen. Wie wollt ihr das machen?
Wir finden einen Weg, wie du dich an Martin rächen kannst. Der ist schon lange weg. Wir schaffen das. Du musst uns vertrauen. Okay, ihr habt 24 Stunden. Danach binde ich euch wieder fest. Wir werden dich nicht enttäuschen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Nein, bitte nicht. Das hört sich an wie Lisa. Wir haben nur eine Chance, Sammy. Es heißt jetzt entweder Martin oder wir. Ja, ich weiß. Wir müssen irgendwie wieder auf die Erde kommen. Dann können wir Martin schaden. Ja, aber wie? Komm mit, ich habe eine Idee. Hilfe, nein! Lisa, ist alles okay? Ich hatte einen Albtraum, Papa. Was ist passiert? Siehst du das, Sammy? Ja, was ist das? Sieht aus wie eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung wofür? Am besten, wir bringen sie zu Papa. Der Teufel, er war wieder da. Er ist zu uns gekommen. Darüber musst du dir keine Sorgen machen, Lisa. Der Teufel kommt so schnell nicht wieder. Papa, wir haben etwas gefunden. Hoffentlich ist es nicht wieder ein Haufen Mist. Das hier muss Martin gehört haben. Jetzt verstehe ich alles. Was ist das? Ich glaube, damit ist Martin hierher gereist. Also kommen wir damit auf die Erde? Wir werden es probieren. Ihr müsst jetzt in die Schule, ansonsten bekommt ihr Ärger mit Herrn Kunze. Ja, du hast recht. Herr Kunze ist mindestens genauso schlimm wie der Teufel. Komm, Samuel, gehen wir. Was soll ich jetzt tun, Papa? Drück einfach auf den Knopf, Liese. Dann sehen wir, was passiert. Bist du dir sicher? Ich mache mir Sorgen um dich. Sei nicht so ein Weichei. Drück auf den Knopf. Okay. Glaubst du, es hat funktioniert? Ich weiß es nicht. Alles okay, Lisa? Du siehst so besorgt aus. Ich habe kein gutes Bauchgefühl. So als würde bald etwas Schlimmes passieren. Vielleicht hast du etwas Faules gegessen. Es hat funktioniert. Ich bin auf der Erde. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. So kann ich hier nicht rumlaufen. Die Leute würden mich erkennen. Das ist schon viel besser. Jetzt muss ich nur noch Martin finden. Guten Morgen, liebe Schüler. Ich bitte alle um einen Applaus. Dafür, dass Samuel und Lisa heute pünktlich sind. Hat es jetzt funktioniert oder nicht? Ich glaube schon. Was denkst du, hat er vor? Ich weiß es nicht, aber er will sich auf jeden Fall an Martin rächen. Ich kann langsam nicht mehr. Hier ist nirgendwo eine Stadt in Sicht. Wo soll ich hin? Zum Glück kommt da ein Auto. Alles gut bei Ihnen? Brauchen Sie irgendwie Hilfe oder so? Hör mir jetzt genau zu. Du gibst mir dein Auto und läufst zu Fuß weiter. Ich gebe dir mein Auto und laufe zu Fuß weiter. Braver Junge. Du, Martin? Ja, Schatz? Hast du dem Professor den Teleporter zurückgegeben? Gute Frage. Ich glaube, ich habe den irgendwo vergessen. Wo könnte das sein? Ich freue mich schon darauf, Martin zu sehen. Ich werde sein Leben zur Hölle machen. Ich muss nur noch herausfinden, wo er wohnt. Was sollen wir tun, Sammy? Was meinst du? Wir können Papa nicht einfach alleine lassen. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Wie soll das gehen? Papa ist auf der Erde. Wir sind hier. Was, wenn wir auch dieses Ding benutzen? Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich brauche die Adresse von Martin Peters. Es tut mir leid, aber die darf ich nicht weitergeben. Datenschutz und so. Du gibst mir jetzt sofort die Adresse. Ich gebe dir jetzt sofort die Adresse. Martin Peters wohnt in der Maxstraße 15. Vielen Dank. Hol deinen Stift raus. Wir schreiben einen Überraschungstest. Über was denn? Über die letzte Stunde. Aber da war ich nicht da. Das ist nicht mein Problem, Lisa. Sie sind wirklich schlimmer als der Teufel. Ist das? Ist meine Pizza schon da? Ich hab doch gerade erst bestellt. Wer bist du? Und was machst du in meinem Haus? Erkennst du mich nicht, Martin? Bernhard, bist du es? Vielleicht hilft dir das hier auf die Sprünge. Hallo, alter Freund. Oh mein Gott, was machst du hier? Ich hab es dir gesagt, wir sehen uns wieder. Lass mich in Ruhe.
Das muss ein Albtraum sein. Er ist nicht wirklich hier. Ich habe lange überlegt, was ich mit dir machen soll. Am Anfang wollte ich dich wieder in die Hölle bringen. Nein, bitte nicht. Es geht noch viel besser. Ich werde einfach dein Leben zur Hölle machen. Was soll das heißen? Das erfährst du schon sehr bald. Schlaf! Mann, war das ein komischer Traum. Der Teufel war wieder da. Er wollte mein Leben zur Hölle machen. Zum Glück ist es nicht wirklich passiert. Ja, hallo? Papa, du musst uns schnell helfen. Lisa, bist du es? Was ist los? Herr Kunze, er ist plötzlich durchgedreht. Du musst schnell in die Schule kommen, bitte. Ansonsten werden wir alle sterben. Oh mein Gott, halte durch, mein Schatz. Ich komme sofort. Hier ist Lisas Schule. Mein Plan kann beginnen. Hallo, Herr Kunze. Wer bist du denn schon wieder? Kann ich nicht einmal meine Ruhe auf der Toilette haben? Du wirst die Schule abfackeln, während alle Schüler hier drin sind. Hast du das verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Sehr gut, dann fang an. War das gut so? Ja, Lisa, das war perfekt. Sobald dein Vater hier ist, geht die Show los. Ich hoffe, Lisa geht es gut. Was ist wohl mit Herr Kunze passiert? Ich muss mich beeilen. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Die Schule brennt. Ich muss sofort zu Lisa. Hier ist überall Rauch. Lisa, wo bist du? Ich bin es, Papa. Ich komme zu dir. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne mit Marie Peters sprechen. Wie heißen Sie? Lucifer Rotfeuer. Ich sehe Ihren Namen nicht im System. Sicher, dass Sie einen Termin haben? Sie bringen mich jetzt sofort zu Marie. Maries Büro ist gleich da vorne rechts. Lisa, wo bist du? Ich bin hier, um dich zu retten. Papa, bitte hilf mir. Das muss sie sein. Du, Stella? Ja, Gabriel? Da stimmt etwas nicht auf der Erde. Wieso, was ist los? Da ist jemand. Er kommt weder in den Himmel noch in die Hölle. Wie heißt er? Sein Name ist Lucifer. Oh mein Gott. Hallo, was kann ich für Sie tun? Sind Sie schon Kunde bei uns? Nein, noch nicht. Wollen Sie Kunde werden? Nicht wirklich. Was wollen Sie dann? Dein Leben zerstören. Wie hat er es auf die Erde geschafft? Ich weiß es nicht. Das muss ein Fehler sein. Nein, das ist nicht möglich. Das Buch lügt nie. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen nachsehen, ob es wahr ist. Komm mit, Gabriel. Okay. Lass sie sofort gehen, Kunze. Du machst hier nicht die Regeln, sondern ich. Lass meine Kinder frei. Kein Schritt weiter, oder deine Kinder werden zu Silvesterraketen. Was willst du? Ganz einfach, dich am Boden sehen. Das ist alles deine Schuld, Martin. Es hat funktioniert. Wir sind wieder auf der Erde. Jetzt müssen wir nur noch Lisa und ihren Bruder finden. Sicherheitsdienst. Hör mir jetzt genau zu, Marie. Du wirst Martin vergessen und alles, was ihr zusammen erlebt habt. Ich werde Martin vergessen. Wenn du ihn siehst, wirst du ihn nicht erkennen. Er existiert nicht für dich. Wer ist Martin? Ich kenne ihn nicht. Ja, sehr gut. Ich zähle jetzt bis drei. Entweder du lässt die Kinder gehen oder du bekommst es mit mir zu tun. Tu, was du nicht lassen kannst, Martin. Du hast sowieso schon verloren, Loser. Lisa, kannst du mich hören? Ja, Papa. Wie machst du das? Das ist Telekinese. Habe ich vor ein paar Jahren gelernt. Was sollen wir tun? Auf drei pupst du so stark, wie du kannst, okay? Okay, verstanden. Los, tu es jetzt. Ey, was soll das? Du hast meine Flamme ausgepupst. Nimm das, du Schwein. Los, Kinder, geht alle schnell raus. Was tun wir jetzt, Sammy? Keine Ahnung. Wir müssen Papa irgendwie helfen. Wollen wir einfach irgendwelche Sachen abfackeln? Ja, gute Idee. Was machen wir jetzt mit ihm? Ganz einfach. Wir bringen ihn ins Gefängnis. Ruf die Polizei, Lisa. An das Leben auf der Erde könnte ich mich gewöhnen. Ist wirklich schön hier. Viel besser als bei uns in der Hölle. Ich muss nur aufpassen, dass niemand mein richtiges Gesicht sieht. Zimmerservice. Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist nur ein Kostüm. Aber sie sind so hässlich.
Na gut, da musst du eben sterben. Du wirst für lange Zeit ins Gefängnis gehen. Wir sehen uns wieder, Martin. Das verspreche ich dir. Was machen wir jetzt, Papa? Wir fahren nach Hause, Lisa. Was genau ist mit Herrn Kunze passiert? Ich weiß es nicht. Er ist aufs Klo gegangen, dann kam er wieder und war plötzlich böse. Schatz, wir sind wieder zu Hause. Hallo, Schatz, kannst du mich hören? Ich schau mal nach, wo Marie ist. Immerhin hat er das Essen dagelassen. Das schmeckt bestimmt besser als bei uns. Achtung, das ist eine Nachricht aus München. Hallo, liebe Zuschauer. In München gibt es mehrere Waldbrände. Keiner weiß, woher das Feuer auf einmal kommt. Anscheinend gibt es zwei Kinder, die dafür verantwortlich sind. Sie haben schwarze Kleidung an und tragen Hörner. Das hört sich wie Sammy und Lisa an. Was haben die schon wieder angestellt? Endlich sind wir alleine, mein Schatz. Ja, darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Marie, was ist hier los? Wer bist du? Was machst du hier? Wie, wer bist du? Ich bin Martin, dein Ehemann. Ich dachte, du bist nicht verheiratet. Bin ich auch nicht. Ich habe den Kerl da noch nie gesehen. Das ist jetzt dein neues Zuhause. Mach es dir schon einmal gemütlich, Dummkopf. Irgendwann komme ich hier raus. Dann hole ich mir Martin. Nein, wirst du nicht. Du bekommst mindestens lebenslänglich. Bist du schon fertig, Sammy? Ja, fast. Und du? Ich auch. Was machen wir danach? Wir können ein paar Gebäude in der Stadt abfackeln. Da waren wir noch nicht. Gute Idee. Ich bin dabei. Was zum Teufel ist hier los? Das gleiche könnte ich dich fragen. Was machst du in meinem Haus? Das hier ist mein Haus. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Spinnst du? Ich wohne hier. Du musst dich am Haus geirrt haben. Ich kenne dich nicht. Und jetzt raus hier. Was ist los, Papa? Eure Mutter, sie hat es schon wieder getan. Ich kann das alles nicht mehr. Weißt du, wovon er redet? Nein, keine Ahnung. Vielleicht hat sie seinen Geburtstag vergessen. Das machst du gut, Sammy. Weiter so. Hey, ihr da. Nehmt sofort die Hände hoch. Schau mal, Sammy, da ist die Polizei. Hört ihr schlecht? Ihr sollt eure Hände hochnehmen. Die denken echt, die haben eine Chance gegen uns. Was machen wir jetzt, Lisa? Wir warten auf Mama. Hallo, Mama. Wann gibt es Mittagessen? Wer seid ihr? Kennen wir uns? Natürlich, wir sind deine Kinder. Da müsst ihr mich verwechseln. Ich habe keine Kinder. Was ist hier los? Entschuldigung, haben Sie zwei Kinder gesehen? Ungefähr 1,30 groß. Rote Haare und mit Hörnern. Verzieh dich, Alter. Denkst du das gleiche wie ich? Der Spezialangriff? Ja, genau der. Das ist eure letzte Chance. Nehmt sofort eure Hände hoch. Oder wir schießen. Explosionspupstornado. Gabriel, irgendetwas stimmt nicht. Was ist los? Es sterben gerade zu viele Menschen. Irgendetwas ist los. Ich kann es spüren. Das muss Lucifer sein. Sollen wir auf die Erde gehen? Schauen wir mal, was Papa sagt. Irgendetwas stimmt hier nicht, Samuel. Alle verhalten sich komisch. Es gibt nur eine Person, die uns jetzt noch helfen kann. Wer ist das? Gott. Und wie können wir mit ihm reden? Komm mit, ich zeige es dir. Mann, war das ein komischer Traum. Der Teufel war plötzlich in unserer Schule und er wollte, dass ich alles abbrenne. Am Ende bin ich ins Gefängnis gekommen. Warte mal, wo bin ich hier? Was macht ihr hier, Kinder? Papa, bist du es? Ja, ich sehe nur etwas anders aus. Was macht ihr hier? Wir machen Sachen kaputt, so wie du es uns beigebracht hast. Gut gemacht. Aber warum fangen wir nicht bei Martin an? Was sollen wir machen? Sein Haus zerstören. Was machen wir hier, Samuel? Wir werden beten. Und das funktioniert? Keine Ahnung, ich habe es auch noch nie gemacht. Wie geht das? Du gehst einfach auf die Knie, schließt deine Augen und fängst an zu reden. So hier? Ja, genau so. Mann, war das ein komischer Traum. Den Mittagsschlaf habe ich echt gebraucht.
Sag mal, wo sind Martin und die Kinder? Jetzt reicht es. Diesmal wird Marie nicht einfach davonkommen. Ich werde sie zur Rede stellen. Okay, ich fange an. Lieber Gott, hier ist Lisa. Bitte mach, dass alles wieder normal wird. Mama und Papa sollen sich wieder vertragen. Vielen Dank. Ach so, und ich wünsche mir die neue PlayStation zu Weihnachten. Hat es funktioniert? Ich weiß es nicht, aber das sehen wir bald. Sind wir hier richtig? Ja, das ist Martins Haus. Was sollen wir tun? Ihr sollt das Haus zerstören, egal wie ihr wollt. Ich weiß schon wie. Hey, Kinder. Ja, Papa? Ich habe gerade ein Gebet von Lisa Peters erhalten. Okay, und was will sie? Irgendetwas stimmt nicht auf der Erde. Schaut euch das mal an. Okay, Papa, wir werden dich nicht enttäuschen. Komm, Gabriel, gehen wir. Hallo, Schatz. Nenn mich nicht Schatz. Ist alles okay? Nein, nichts ist okay. Was ist denn los? Du hast mich wieder betrogen. Schon vergessen? Ich hab was getan? Wie erfahre ich jetzt, ob es geklappt hat? Was hast du dir denn gewünscht? Dass alles wieder normal wird und die neue PlayStation. Können wir schon anfangen? Ja, tobt euch aus. Okay, los geht's. Ich kann mich an nichts erinnern, das schwöre ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaub dir kein Wort, Marie. Das ist nicht das erste Mal. Riechst du das? Was meinst du? Es stinkt. Und es riecht irgendwie verbrannt. Versuch jetzt nicht vom Thema abzulenken, Marie. Nein, ich meine es ernst. Das habt ihr gut gemacht. Danke, Papa. Haben wir vom Besten gelernt. Was ist hier los, Lucifer? Stella, Gabriel, was macht ihr denn hier? Was hast du auf der Erde zu suchen? Ich musste nur kurz etwas klären. Du gehst jetzt sofort dorthin, wo du hingehörst. Hast das verstanden? Nein, mir gefällt es hier. Ich werde hier bleiben. Papa, hast du das gehört? Ja, ich kümmere mich darum. Was ist das? Mein Gebet wurde erhört. Das ist noch nicht das Ende. Das verspreche ich euch. Was machen wir mit den Flammen? Darum kümmere ich mich. Halleluja! Okay, gehen wir. Gebt einen Daumen hoch für den nächsten Teil und klickt auf dieses Video.